Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Rushy mit eurem Bobas. Mir ist aufgefallen, dass bei den ersten drei Parts, die ich aufgenommen habe, die Musik eigentlich recht laut war, nachdem ich das dann gerendert habe. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Musik etwas leiser zu machen, dass die mehr im Hintergrund ist. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass so zahlreich Kommentare gekommen sind. Fand ich total klasse, also das Spiel scheint euch auch zu gefallen. Und ich mache auf jeden Fall hier noch ein ganzes Stück weiter. Mal gucken, wie weit. Hier waren wir eigentlich das letzte Mal schon. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich da unten wieder angefangen habe. Und was dieser komische leuchtende Punkt heißt. Ich habe keine Ahnung. Eingeblendet lasse ich mich, außer es kommt wieder eine Filmsequenz oder sowas. Dann würde ich glatt nochmal mich ausblenden. Gut, hier waren wir. Deswegen, ich mache das jetzt nochmal. They have depicted Shakti's first address to us. I still hear her words echo, even now. I am Adi Parashakti. I am the absolute reality. She told us that she, the eternal font of energy, beyond form and limit, had created us. To govern the universe as aspects of a power. Ich finde es auf jeden Fall sehr faszinierend, die Geschichte, die man hier so erfährt, die Mythen, Legenden und so weiter. Das finde ich echt super. Und wenn man sich die ganzen Details so anschaut, also es ist sehr viel, also es steht zumindest so bei Steam drin, dass die Bilder alles handgezeichnet sind. Also da ist nichts irgendwie mit Computer oder sowas gemacht. Wahrscheinlich schon bearbeitet, aber wenn ich mir jetzt hier so die Blüten anschaue, die Blätter anschaue, das sieht wirklich toll aus, muss ich sagen. So, jetzt ist nur die Frage, wo muss ich hin? Da hoch? Wahrscheinlich, ne? Oh. Ah, okay. Ist nur die Frage, muss ich da hin? Kann ich hüpfen? Nein, kann ich nicht. Ich muss erstmal darüber schauen. Ne? Ach, da geht's nicht weiter. Okay, alles klar. Zack. Okay, das hat schon mal geklappt. To Brahma, she gave the role of creator and set the wise Saraswati, the primeval sound. As his consort. Together they would create the universe. Sehr faszinierend. Ah, da geht's weiter. Habe ich jetzt erst nicht gesehen. Also links geht's wieder nicht entlang. Wir kraxeln halt einmal diese Festung nach oben, ne? Myself, she assigned the role of preserver, of protector, in all my needful incarnations, with Lakshmi as my consort, so that prosperity and wealth would be at my fingertips. Man muss es wirklich so in sich aufsaugen, das Ganze. Rudra would become the Lord of Time, both destroyer and regenerator of the universe, and would grow to surpass all Shakti's other forms. One half would become Lord Shiva, destroyer of evil. The other, but you know this, Durga, for the other half was you. Errungenschaft freigeschaltet, die Legende von Shakti. Also wir erfahren hier so einiges über die Gottheiten im Indischen. Das finde ich super interessant. Man bekommt es so normal, also wenn man sich nicht dafür interessiert und nicht wirklich nachliest, bekommt man das, glaube ich, so gar nicht mal mit. Aber durch solche Games wird man doch geschichtlich auch klein bisschen auf ein höheres Niveau gehoben, definitiv. Ich finde es klasse. So, und jetzt? Wo sind wir jetzt? Müssen wir jetzt darum? Ah, okay.
sind wir im Inneren des Gebäudes. Oder noch nicht. There he is. Golu! Golu! Where are they taking him? What is it that they want? Oh, hier sieht's nach einem Kampf aus, nach einem großen. Your foulness has no place here. Ups. Oh Mann. Die können ja nervig sein. Mehr. Oh, da hat es nicht so geklappt. Und Finish. Gut, schnappen wir uns mal die Kraft. Die schießen schon so. Ups. Ah, verdammt. Also die sind. An der Mauer kann man nicht hoch. Verdammt, ich habe jetzt gedacht, dass ich an der Mauer hochkomme. Die sind übel. Man muss hier ein bisschen konfus umherrollen. Wenn zwei solche Viecher da sind, dann ist es echt Hammer. Ich hoffe, dass die zwei. Oh, wahrscheinlich nochmal die alle, ne? Do not test me! Oh Mann, sind die heftig, ehrlich. Die sind echt übel. Lasst mich halt weg hier. Ich komm da nicht weg. Kommt her. Alle auf einmal. Komm. Okay. Das Dumme ist nur, dass ich geschädigt bin. Zwei solche sind, die dann auch mit diesen Bällen rumschmeißen. Das ist echt übel. Jetzt wollte ich gerade den Schlag machen. Aber die sind mit diesen Spuckbällen, ist das so übel. Ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche, um das zu schaffen. The gods stand on my side. Ja, komm. Die sind
ehrlich, also ich sag's euch, das ist jetzt kein Scheiß. Die sind übelst. Ich glaube, der Angriff ist noch am besten. Schauen wir mal, ob wir mit dem Bogen mehr Erfolg haben. Lass mich weg! Blöden zwei Spucker, ne? Das ist. Wir müssen das gleich zwei sein. Vor allem das Schlimme ist, dass die. Ja. Also die zwei, die sind eine Herausforderung, definitiv. Und ich habe ja keine Verteidigung oder sonst was. Ich habe nur rumhüpfen und schießen und schlagen. Was anderes habe ich nicht. Wir nehmen uns den Bogen. Doch nicht, jetzt habe ich so weit geschafft, ey. Ihr macht mich narrisch, ihr zwei. Das ist nicht schön. Absolut nicht schön. Wenn ich hier 20 Minuten jetzt mittlerweile. The gods stand on my side. Ich weiß nicht, warum es manchmal auch drauf hält und manchmal nicht. Ich möchte euch diesmal nicht gewinnen lassen. Come on.
merkt schon, ich bin sehr angespannt. Ah. Bleibt da jetzt, ihr zwei. Yes, ich hab den ersten. Ups. Lass mich auf die Waffe. Ihr Schweine, ehrlich wahr. Jetzt sag nicht, dass nochmal welche kommen. Das waren jetzt 20 Minuten. Also die Gegner definitiv, die sind heftig. Die Kleinen eigentlich gar nicht, weil die schaffst du irgendwie. Aber die zwei, diese Spucker, die sind abartig. Her love strengthens her purpose. Wahnsinn. Also das Spiel ist definitiv herausfordernd auf den Kampf. Oder generell auf die Kämpfe, wie sie sich steigern. Man hatte ja am Anfang in dem Game noch im Grunde immer eine Komplettheilung. Jetzt, wenn man im Grunde angeschlagen ist und weitergeht, bekommt man dann also nicht kein Leben dazu. So, wo sind wir? Und jetzt wird wahrscheinlich ein richtig heftiger Kampf kommen, oder? Ich schaue erst einmal hier rum. Ich kann ja die Kamera nicht drehen. Kann ich diese Dinger da kaputt machen? Nein. Da ist auch irgendein Gestell. Ich denke, dass da jetzt gleich ein ganz großer Kampf kommt. Okay, also da muss man auf jeden Fall hoch anscheinend. Oh oh. Ich sehe schon, ich muss da irgendwelche akrobatischen Sachen machen. Oh oh. Vielleicht hätte ich auch auf der anderen Seite hoch müssen. Ich weiß es nicht, aber ansonsten würde ich ja hier nicht weiterkommen. Jetzt gemacht. Das wollte ich nicht. Okay, schauen wir mal, ob ich es jetzt schaffe. Yes! Danke! Oh! Cool! Das heißt, wir kriegen einen dritten Punkt. Dann würde ich sagen... Warte mal, kann ich das nicht irgendwie... Vielleicht da drauf? Ich kann das auch nicht anders machen, ne? Wir könnten mal das da probieren. Aber der holt... Wie heißt es? Blitzstrahlen, die deine Gegner aus der Luft holen. Probieren wir das einfach mal. Nein, lassen bitte. Okay, das passt schon. So, und jetzt? Wieder runter, ne? Ah, oh. Aber da oben habe ich auch noch was gesehen, aber ich denke trotzdem, dass ich runter muss wieder. Nein, runter. Loslassen, danke. Ups. Da war halt so eine Lebenskugel, habe ich gerade gesehen. Also die Aufnahme wird definitiv etwas länger werden für mich, weil die ersten Kämpfe, da werde ich mit Sicherheit zwei, drei Dinge rausschneiden, weil es hat einfach zu lang gedauert. So.
da irgendwo hin? Nein. Ist schon eine kleine Akrobatin, ne? Mal gucken, ob ich da hinten noch das Ding holen kann. Na. Also die Kleinen, die sind zwar ein bisschen hässlich. I am coming for you, little brother. They will not stop me. I won't let them hurt you, I swear. Ja, da können wir uns die Kugel holen, okay. Damit sind wir wieder voll. Ja, also die Kleinen, die sind einfach nur nervig. Das sind so nervige kleine Zecken. Aber die kann man, irgendwie kann man die immer ausschalten. Aber die Großen, diese Spucker, übelst. Okay. Und wir gehen in die Mitte. In Durgas Name. Okay, da mache ich mich jetzt definitiv mal aus, dass ihr den Kampf mal ein bisschen genießen könnt. Okay, da komme ich nicht so einfach hin. Von wegen hier. Ich hätte gedacht, dass ich den Großen sogar noch vor dem zwei letzten Kleinen niederschrecke. Aber kommt natürlich nochmal ein. Ja, logisch, und wieder diese Viecher hier. Die, ich komme nicht hin. Die sind, also mit ihrem... Und diese Kugeln wieder, diese blöden, dämlichen Kackkugeln. Gehe ich jetzt mal auf den Bogen. Du dummes, affenartiges Viech, du. Ich will dich ausschalten. Jetzt send noch mal jemanden, bitte. Boah. Die Kämpfe haben es in sich. Also die haben es definitiv in sich. Und vor allem diese ekelhaften Spucker. Wer sich das hat einfallen lassen, der ist pervers. Ehrlich. Okay. Wieder mal ein kleines Rätsel. So, ich vermute mal. Ne, warte, wir müssen im äußeren Kreis wieder anfangen, ne? Aber
den erstmal. Das kommt ja wahrscheinlich nach unten, weil das ausschaut wie so eine Bühne. Das müssten wir schon fast. Ja, das kommt auch da runter. Hier hin? Nein. Dann das da und dann das da. Now remember, Bhai, whatever comes to us, Ma Durga will watch over us. She has always been one of yours. And she's correct. You think too much of this one. She is important. She holds hope for the mortals of the world. Of course I will watch over her. Yes. Aber an der Stelle wird's definitiv beim nächsten Mal weitergehen. Und ich bin schon wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich mache trotzdem mal mit euch ganz kurz hier. Okay, also hier wird es dann weitergehen beim nächsten Mal. Ich hoffe jedenfalls, euch hat der Part hier gefallen. Lasst mir ein Like da, lasst mir Kommentare da und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Insofern macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.